einen der begehrten 10 deutschen Bauherrenpreise bekam heuer die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS. Ausgezeichnet wurde ein Projekt der Stadtteilsanierung im geförderten Wohnungsbau und in denkmalgeschützter Umgebung. Neben dem architektonischen Konzept der Münchner Architekten Fink und Jocher, vor allem ein Ergebnis der vertrauensvollen und flexiblen Zusammenarbeit zwischen dem Planungsreferat und der MGS. Hand in Hand mit der Landeshauptstadt. Das ist das Motto der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS. Durch gezielte Abstimmungsprozesse mit dem Planungsreferat werden die Wohn- und Arbeitsverhältnisse in München verbessert. Zum Beispiel im Westend, wo die MGS als Sanierungstreuhänder Grundstücke erwirbt, plant, berät und günstigen Wohnraum schafft. Also bildlich gesprochen würde ich sagen, das Planungsreferat ist die Basis und die MGS, der verlängerte Arm, des Durchführungsorgan vor Ort, die Mobilstation sozusagen. Und zwischen beiden, zwischen MGS und Planungsreferat, sollte eben eine gute Kommunikation bestehen. Schließlich ist natürlich für uns auch wichtig, dass der Sanierungstreuhänder in der Lage ist, flexibel zu reagieren auf sich ändernde Anforderungen in der Sanierung. Im sogenannten Block 1 im Sanierungsgebiet Westend, Landsberger Straße, Ecke Holzapfelstraße, hat die MGS ein modernes Wohn- und Geschäftshaus gebaut mit 23 geförderten Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten. Die 150 Jahre alten Gebäude konnten teilweise nicht mehr saniert werden und wurden abgebrochen. Einer der engsten und finstersten Hinterhöfe ist einem grünen und ruhigen Innenhof gewichen, den die MGS für ihre Mieter gestaltet. Das Haus selbst bietet familiengerechte Wohnungen, einen Gemeinschaftsraum bei geringen Heizkosten. Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher, hochwärmegedämmte Außenbauteile und eine integrierte Solaranlage für Warmwasserbereitung sind die Besonderheiten. Die große Herausforderung für die Architekten bestand darin, ein städtisches Haus zu bauen, das ein Stück weit, ich sag mal im besten Sinne, Eigenständigkeit reklamiert, auf der anderen Seite trotzdem in der Lage ist, mit der Umgebung zu kooperieren. Hier waren wir in der Lage, durch dreischalige Fenster, durch ein Energiekonzept kombiniert mit dem Schallschutzkonzept, das Leben, was arbeiten, wohnen und auch im Erdgeschoss Geschäfte betreiben, hier in der Stadt an dieser Stelle ermöglicht. Das Wohn- und Geschäftshaus im Sanierungsblock 1 im Westend ist nur eines von rund 150 Anwesen, die die MGS in enger, jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit dem Planungsreferat realisiert hat. In dem Fall war es so, dass wir die Modernisierung, die die Eigentümer selbst nicht durchführen wollten, dann dazu benutzt haben, auch zu verhandeln, Grunderwerb. Und gleichzeitig aber auch die Sanierungsziele wieder neu zu formulieren, dass mit einem Neubau an dieser Stelle, der allen Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen natürlich erfüllt, hier für die Bewohner was Vernünftiges geschaffen wird. Und die Sanierungsziele in der sozialen Stadt sind abgestimmt. Auch in Zukunft werden die Kollegen von der Stadt und der MGS viel zu tun haben.